Das geht ja noch. Das heißt, ich könnte theoretisch ein bisschen was vom Berg abtragen, damit wir hier nicht so steil werden. Kann diese Linie auch wieder weg. Das kann natürlich weg. Tja. Dann bleibt das, dann kommt das weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Moment. Ach, es ist ja schon da fast voll, das Inventar. Klatschen wir mal ein bisschen was weg. Schneeball. Leitern, Zinnkies, Eisenkies. Bruchstein kann auch weg. Frischwasserquelle, ja, die kann eigentlich, die kann im Inventar bleiben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich die nochmal brauchte. Ah. Dynamic Lights habe ich angehabt. Ich hoffe, es wird nicht asynchron bis hierhin. Ich habe nämlich tatsächlich gelegentlich Probleme mit Dynamic Lights, dass dann das Spiel, ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, aber es nimmt dann nicht synchron auf. Es wird aber schon ganz schön viel Wasser da wegnehmen müssen. Das ist vielleicht dann doch nicht so toll. 1, 2, 3, 4. Naja, ginge. Ginge. Das, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Da oben geht es ja durchaus auch noch weiter. Ah, das ist ja... Mach mal anders. So. Ich weiß nicht, was ich hier die ganze Zeit aufsammle, aber wahrscheinlich sind es die Setzlinge. Gut, dann kommt hier dann noch eine Reihe davor. Da müssen wir gerade durch zu. Okay, hier könnten wir die Reihe auch noch zumachen. Dann hätten wir da oben auch wieder eine mehr gewonnen. Das könnten wir in der Tat machen. Das machen wir auch. Orientalischer Blaustern. Schön. Nehmen wir mit. So. Zack, zack. Zack, zack. So. Jetzt müssen wir hier auch noch den wenigstens so zu machen. Den da so hin. Ja, mal gucken. Also die Vorbereitung für den Weg, die könnte ich tatsächlich auch offscreen noch machen. Das muss ich jetzt nicht unbedingt im Let's Play machen. Erde. Die wollte ich. Aber ich wollte schon, dass ihr dabei seid und das alles mitkriegt, was ich hier so fabriziere. Mein schönes Terraforming hier. Vielleicht nicht schön. Aber selten. Toll. Das wollte ich jetzt gar nicht. Manu. Oh, schon wieder Räuspern. Dieses Räuspern, das geht mir selber schon sowas auf den Keks. Pfeilchen.
Ja. Naja, naja, naja. Kommen wir da jetzt noch gerade hoch? Ja. Irgendwie zwar ein bisschen weit jetzt hier drüben, aber ich glaube, das geht noch. Würde ich das mal so behaupten, dass das noch geht. Und wenn nicht, dann bauen wir es um. Ach, wieder keine Erde. Mensch, wie schnell so ein Stack Erde doch weg ist. So, ja, hier geht es ja auch noch wesentlich tiefer runter. Das ist ja auch noch so eine Steilwand. Also die müssen wir auch... Oh, ich weiß noch nicht, wie ich das am besten mache. Da könnten wir vielleicht mit einer Steintreppe mit Geländer arbeiten. Das könnten wir machen. Eine Steintreppe mit Geländer. Von mir ist auch eine Holztreppe mit Geländer, das wäre mir gleich. Das wäre mir völlig egal, aus welchem Material das ist. Aber Stein, würde ich sagen, sieht da vielleicht sogar noch ein bisschen besser aus. Oh, meine Güte, was man hier für Höhenunterschiede erstmal überbrücken muss. Boah, das ist... Oh, da. Na, da habe ich mir jetzt was vorgenommen. Junge, Junge. Na gut, aber jetzt holen wir erstmal noch ein bisschen Erde, packen wieder ein bisschen Kappes weg. So. Pfeilchen, ein Pfeilchen. Pfeilchen kommt. Ja, dahin. Schwarzeichensetzling. Orientalischer Blaustern. Schwarzeiche, 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 Schwarzeiche ist da. Blaustern. Blaustern. Moment, zu was wird der? Ach, zur Hängepflanze. Okay, dann, der ist auch ganz schön eigentlich. Dann packen wir den da mal hin. So, was brauchen wir noch? Nicht mehr. Zimmermannsblöcke würde ich ehrlich gesagt noch im Inventar behalten wollen. Leitern brauchen wir gerade keine mehr. Ja, ich könnte mit der Leiter da arbeiten, aber nee, 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 nee. Leitern wäre das Billigste, sieht aber auch dann scheußlich aus, finde ich. Finde ich persönlich, das sieht nicht aus. Und dementsprechend möchte ich das natürlich auch nicht so gerne haben. Da einfach nur eine Leiter dran klatschen, das wäre lieblos. Und halt nicht so schön. Da bauen wir was Schönes hin. Leiter, 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 Leiter da. Das war's schon. Dann kaufen wir erstmal noch ein paar Cheeseburgers. Das war's satt. Sehr, sehr schön. Ich versuche mich immer noch an den Rucksack zu gewöhnen. Wie man ja kaum merkt. So, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz in die Schmiede runter. Oh, falsche Richtung. Ich gehe mal davon aus, dass die Tür auf der Seite ist. Deswegen gehe ich hier mal falsch. Bruchstein? Bruchstein haben wir noch? Okay. Aber Bruchstein wollte ich da jetzt nicht reinpacken. Da wollte ich Eisenkies reinpacken. Und hier wollte ich Zinn reinpacken. Und das war's. Das war's. Mehr haben wir nicht gesammelt. Alles klar. Dann können wir wieder zurück. Ja, die Leiter muss doch auf die andere Seite. Knarz, Kneter, Knarz, Knatter. So. Ach ja.
Was haben wir vergessen? Richtig, Erde. Erde haben wir vergessen. Da nehmen wir aus diesem mal 1, 2, 3, 4 Stacks mal mit. Es wird ja hoffentlich ein bisschen länger reichen. Ich weiß, das nächste, was wir holen, ist Bruchstein oder. Besser gesagt, ja, ist ja dasselbe. Kobbel. Kobbel ist ja Bruchstein. Oder halt Holz. Und Holz sammeln wir hier noch ohne Ende. Für den Weg, den wir hier noch frei machen müssen. Das wird interessant. Das wird eine Mammutaufgabe. Zumal der Weg auch nicht gerade kurz ist. Aber der Berg mit dem Schnee ist nun mal so weit weg. Wohlsein. Der Berg mit dem Schnee ist nun mal so weit weg. Und jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen. Es ist ja unglaublich. Ich glaube, hier sind wir schon fast richtig. Ja, denkste. Aber jedes Mal dasselbe. Immer wieder dasselbe Theater hier. Mit dem Weg hier hoch. Ich bin froh, wenn der Weg fertig ist, ganz ehrlich gesagt. Wenn wir den haben, dann haben wir es leichter hier zum kleinen Timmy hoch. Und er hat es dann auch leichter zu uns runter. Naja, war ja schon fast richtig. Ach, deshalb. Gut. Knatsch. Toll. Wieder aufs Maul gelegt. Nein. So vielleicht. Hier kommt erstmal eine normale Erdtreppe hin. Würde ich sagen, oder? Weil so richtig abflachen müssen wir es dann erst ab hier. Und hier würde ich dann ehrlich gesagt so eine 3 oder 5er breite Treppe runterführen, so wie wir die Brücke auch haben, nur dass die halt dann auch ein Geländer hat. Die Brücke bekommt ja auch noch ein Geländer, da bin ich noch nicht zugekommen. Deswegen, es ist ja nur alles so weit vorbereitet, dass wir auch hier anfangen konnten. Es war jetzt nicht so wahnsinnig viel, was sich geändert hatte. Aber es hat sich durchaus gelohnt. Ja, ich weiß, ich habe Schaufeln. Aber die Schaufeln nutzen sich leider ab und gehen kaputt. Und deshalb nutze ich hier dann doch lieber gelegentlich mal eine Fackel oder einen anderen Erdblock, um die Erde hier wegzubuddeln. So. So. Jetzt haben wir es doch schon gleich. So. So, dann sind wir hier oben schon mal angekommen. Das finde ich schon mal ganz, ganz toll. Das kann ja hier gerne so bleiben. Das stört mich erstmal nicht. Ich hoffe, der kleine Timmy hat keine Höhenangst. Ach so, wir müssen ja noch mehr wegnehmen. Hahaha. Hulk Hogan. Zack. Zack. Maulwurfen. Zack. Mist. Das war falsch. Das war jetzt auch nicht unbedingt richtig, aber gut. Gut. Jetzt nehmen wir mal die Schaufel. Geht doch noch ein bisschen schneller. Wie man ja sieht, unschwer. So. Nein, das war auch wieder falsch. Da hat es
ist runtergeschluppelt hier auf einmal. Das ist vielleicht nicht so optimal hier mit der scharfen Kante. Zumal der Berg hier oben wieder breiter wird. So, war das jetzt richtig? Ja, kann aber sogar noch einen runter. So, hier die Kohle mal weg. Hier nehmen wir jetzt wieder unseren Halki. So. Badum. Badum. Blum. Blum. Schön. So ist das schon ganz gut. Ja, 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 ja. Ja, doch, 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 das wird, das wird. So kann das schon beinahe bleiben. Oh, das war Erde. Auch Erde. Schnups, schnups, schnups. So. Wieder in den Maul werfen. So. Und so. Plupp. Hier wieder Erde hinklatschen. Nochmal Maulwurf. Nochmal. Das wird schon ganz schön... Ah, das ist vielleicht ein bisschen zu knapp da oben, oder? Oder? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das geht noch alles so. Ich hoffe, das geht noch alles so. Ich glaube aber schon. Ich glaube, es geht noch klar. So, den ganzen Kappes sammle ich natürlich ein. Damit wir ihn haben, wenn wir ihn brauchen. Und nicht ständig wieder zurücklatschen müssen für ein oder zwei Steine, die wir dann nicht mehr haben. Die uns dann ganz kurz im Inventar fehlen. Aber hey, das geht doch. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ja, Bernstein. Bernsteinstein lasse ich mal da drin. So. Und jetzt sieht das doch schon ganz, ganz knuffig aus. Obwohl, der stört mich so ein bisschen. Der guckt mich da so an und sagt zu mir, hol mich raus, hol mich raus. Dann holen wir ihn raus. So. Ah, ich kann manchmal nicht bei mir behalten. Sieht zwar jetzt nicht so toll aus, dass da so ein Kackerde drin ist, aber hey, was soll's. Hier ist noch Kohle, Kohle, Kohle ohne Ende, aber das ist nicht für uns. Das gehört alles dem kleinen Timmy und seinen Eltern. Ja, aber sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Würde ich sagen. Moment, jetzt kommen hier natürlich auch noch ein paar Fackeln hin. Einmal da und einmal da. Das Klo hat natürlich kein Fenster. Es ist kein belüftetes Klo. Einmal da und einmal da. Einmal da. Das reicht. Oder? Oder? Oder so vielleicht? Ne, so sieht das nicht aus. Dann, nein, so auch nicht. Dann lieber so. Und so. Und so. Ja, könnte man so machen. So. Das reicht jetzt aber. Das ist eigentlich schon ein bisschen zu viel. Das ist eigentlich schon etwas zu viel.
da. Das ist da zu viel. Das hier kann ja gerne so bleiben. Die eine, ja. Die ist zu viel. Und die würde ich lieber da weiter rüber setzen. Aber ja, sieht schon so ganz gut aus. Das geht schon. Das ist okay. Das kann so bleiben. Gut. Dann machen wir uns als nächstes mal. Ja, dann machen wir uns als nächstes mal an die schöne Treppe. Also mit dem Dach, wenn ihr was anderes da draufsetzen wollen würdet, ne, nur weil das jetzt fertig ist, heißt es nicht, dass das so auch stehen bleiben soll. Ihr könnt gerne noch Vorschläge bringen in den Kommentaren, wenn euch was Besseres einfällt. Genauso wie mit der Treppe, auch die ist nicht endgültig, auch die können wir neu verkleiden, das ist alles kein Problem. Das können wir alles machen. Da scheue ich mich auch nicht vor. Und dementsprechend habt ihr dann natürlich auch ein Mitspracherecht. Oh, das ging jetzt aber schnell mit dem Baum. No, und natürlich möchte ich euch auch dort auch mit dabei haben. Ich möchte auch, dass ihr vielleicht mal Wünsche äußert. Ich weiß nicht, ob ich sie realisieren kann, ob das dann überhaupt ins Thema hier reinpasst. Oder ob ich es mit den Fähigkeiten, die ich habe, hinkriege. Das weiß ich auch noch nicht, aber dafür bin ich auch da. Ich bin ja auch gern dazu bereit zu lernen. Das war jetzt eine echte Menge Holz.